Aber es war jetzt soweit. Wir hatten einen Helikopter, wir hatten ein gepanzertes Auto, wir hatten Weed, Unmengen zum Anpflanzen, das heißt Unlimit an Cash. Wir hatten Unmengen an dicken Waffen aus der Toxic Zone. Doch dann passierte etwas, was wir nicht mitgerechnet hätten. Im nächsten Video. 9 piept. C4. Oh nee. Ja, nimm den Granatenwerfer. Genau, und hier sind auch noch die kleinen Granatenwerfer, diese China-Dinger. Kann man nicht gegen die Tür feuern, wo C4 dran ist? Ich weiß nicht, wie das. Ich glaube nicht, oder? Kannst du. Irgendwie spreng ich mich selber in die Luft. Du kannst aber mal versuchen, mit der Barrett durch die Tür zu schießen oder so. Ich renn jetzt mal runter und du machst hinter mir die Türen zur Tür zumachen, kannst du ja, ohne dass du. Ja. Hier war sogar noch einer offen. Hier über mir ist noch einer. Es wäre jetzt so nice, wenn die anderen on-ran von eurer Base Chains, ey. Könnten die. Einfach runterkommen mit Equip. Oh, hier war auch noch offen, hier waren so viele Türen zwischen euch. Oh, ich hab mich hier eingesperrt. Ey, macht alle zu, ne? Warte. Die rennen neben mir. Ja, die machen oben Fenster auf und zu. Der eine rennt hier noch außen, direkt hier, wo wir jetzt runter müssen. Gut, einer muss ja außen sein. Der bringt ja das C4 an. Ich komme hier nicht runter. Boah. Wenn nicht, bleib du auf der Zwischenebene hier oder so, keine Ahnung. Meinst also du, hier können wir sie abfangen. Ja, hier oben kann ich sie abfangen. Genau, und ich kann hier zwischen. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Wie das? Disconnect. Server disconnect. Ja, aber ich bin tot. You are dead. Ja, und genau in dem Moment hatte ich disconnect. Hä, wie kannst du tot sein? Ja, der konnte mich nicht sehen. Weißt du, wo ich stand? War ein Paratschuss. Ja, aber ich stand in der Scheune, in der Ecke, wo die Tür, wo die Leiter hochgeht. Ja, es war ein Paratschuss. Ich hab's gehört. Und der Server. Aber wie kann er wissen, dass ich da stehe? Ich kann die eine Tür nicht zumachen, die offen ist. Ich habe gerade kurz durch die rote Schrift Server keine Rückmeldung und ich kann die Tür hier nicht zumachen. Hey, bei mir läuft alles normal. Ja, aber wie? Der atmet direkt neben mir. Er schießt auf jeden Fall weiter. Aber auf was? Die schießen auf dich, oder? Ja, ich habe keine Muni mehr. Trifft nix. Jetzt bin ich tot. Vor Haus und gucken, ob ich jemanden sehe mit den Double. Ist der ein? Wo? Er steht an der Base Hinterseite. Bei deinem Heuschuppen. Ja. Ich bin tot. Eine atmet und. Als ob! Als ob! Er hat sich umgedreht. Was noch Bullet Chip war, der dich gekillt hat? Ich bin tot, Alter. Ich hab ihn gerade gesehen. Der war im Double. Nein. Der rennt am Zaun entlang. Zwei Stück. In meine Richtung? Ja. Auf dem Heuballen. Auf dem Heuballen, ja. Ja. Einer hat ein Gilly-Dinger an. Achtung, einer pusht Richtung. Ich bin tot. Der hat mich schon wieder einfach gewonnen, hittet und kam in meine Richtung gerannt. Was ist denn das? Hab einen. Der Arme, weil er geleckt hat. Ja, das ist mir sehr egal. Was heißt die Armen? Die gehören geschlachtet, die Leute. Jetzt, ich pushen zwei Stück. Du hast die Koordinaten, die Base-Dings. Ne? Ich hab mir wieder Broken Legs, Alter. Oh no. Hab auch einen. Oder ankern. Ich weiß nicht, ich muss Position wechseln. Ich push vor. Ich bin im Double Cream. Ich bin hungry, Red. Ich hab nichts zu essen. Ich bin ankern gegangen durch die Broken Legs. Scheiße. Ich sitze im Haus, ich hab die Treppe abgeaimt. Ja, mal abwarten. Daumen drücken. Also entweder ist er Anker oder dead. Ich? Nee, dem, wo ich gerade angeschossen hab. Bist du tot? Nee. Laufen die Base schnell, ich hab Problem Lex. Das Problem ist halt, ich hab kein Essen mehr, ich bin hungry red. Ich wach wieder ist auf. Ist jemand in der Nähe, der in die Base kann? Nee, ich hab Problem Lex, keine Chance. Ich versuch reinzukommen, ja genau. Wenn wir jetzt zwei oder drei down haben, die werden wahrscheinlich nicht wissen, was abgeht gerade. C4 geht gleich hoch. Ich kann nichts machen, ich habe einfach Pro und nichts.
noch. Ich hab einen gehittet, aber. Ja. Nochmal noch zwischen Double Rod und Beige. Laufen jetzt in Richtung Base zurück. Die haben mich, glaube ich, gesucht nach dem. Sind an den Garagen bei uns. Ja, hab ich keine Einsicht. Machen alle nacheinander offen wieder zu. Hab einen. Ja. Auf der Base. Ja, das wird er gewesen sein. Ne, ich bin tot, der hat sich nur, der war nur ohnmächtig. Oh, ich hab keine Lust mehr, muss ich nicht sagen. Der Plan wäre eigentlich gewesen, euch mehr von dem ganzen Raid zu zeigen. Was sich als schwierig herausgestellt hat, weil ich eigentlich am laufenden Band abgeschlachtet wurde. Wir haben es ein, zweimal geschafft, 4, 5 von denen wegzuholen, aber es waren dann trotzdem noch 3, 4 von denen da. Also die waren schon einige Leute. Wir hatten keine Waffen, kein Equip, weil alles logischerweise in der Base war, während die halt mit Barrett, JTAG und Heavy Westen am Start waren, was sich dann als schwer gestaltet hat, das Ganze zu verteidigen. Wir haben die trotzdem 5 Stunden am Trab gehalten, also der Raid, die haben kurz, ich glaube nach 12 oder so Mitternacht angefangen zu raiden, um 5 Uhr morgens, unter der Woche war der Raid fertig. Ich habe mich dann mit denen kurz geschlossen im Chat, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das Ganze so machen, wir beenden das Ganze hier, die waren schon drin in der Base, also die hatten die letzte Tür weggesprengt, wir hören auf zu fighten, jeder wollte ins Bett, haben mich reingelassen, noch ein bisschen zu quatschen und lassen uns ein bisschen Loot da. Und haben das Ganze so beendet, aber an der Stelle ist das Ganze noch nicht vorbei. Wir werden unser Comeback haben und zurück raiden. Oh, but on a raid um fucking 2 o'clock in the morning, man. What the fuck? Yeah, I mean, we only woke up because we fucked up these guys. Yeah, we wanted to go to bed. Now it's 5 o'clock in the morning. Yeah. So, are you finished or? Yeah, we're finished. See the guy that you had. The last guy that was left in here, he died at the C4, right? Yeah, it was a mate from my other base. He had no codes for the base. He can't move, so he was locked in. And my other mate, where did he kill from? He was staying here somewhere, huh? Oh, the other guy? He was standing here, and there's a gap in between this wall. Oh, you actually can't even see it. Oh, because the door. See when the door is closed, you can see the little gap. Yeah, there's a wall behind the gap. Oh, yeah, okay, I see it here. Yeah. I have a clip, I can probably send it to you, you know. But I'd seen it earlier, and I just seen him standing there and I just armed him in the head. Do you got my stream in the background? No. I have people talking in the background. Oh. Is that probably you? Okay. Danke, Ricky. For the 200 bits. I didn't even know you were streaming until you added me on Discord and I seen the purple thing. Yeah. We saw the stream sniping. Admin was watching the raid. Oh, we had an admin watching the raid as well. Yeah, because there was some sus shots, so we wasn't sure what's happening. Oh, right, okay. Yeah, at the end, when you said that I was stream sniping when I killed you. Yeah, this was fucking weird, because we was 3 or 4 guys of us is in the woods here. And you killed me and said you killed me, so how do you know it? I just mean I killed one of you, or like killed you. I didn't put the ass, I don't think so. But I killed 2 of you from the roof because I knew you wouldn't be looking on the roof. Hmm. Because it's walled off. But the admin removed the floor because it was a little... How many guys were you? At the start we were only 6. Yeah, yeah, we had no chance without the clip, it's so... Sucks so hard without equip. How many were you? 3 at the start. And then we got some viewers for my stream to help, but no one got equipped, so we just had like a blaze or something we found. Alright. I pushed on the top of somebody to get there. Ah man, that hurts. That hurts. Did the admin dismantle this? Yeah, because you had a helicopter on the top, but no way out there. Yeah, but did he dismantle it after the raid opened? Yeah, after we all of it. Ich muss halt sagen, der Typ ist eigentlich nett, ne? Also, ja, oder was? Er ist auch kein Kind, er hört sich ziemlich alt an. Ja, er hört sich auf jeden Fall 30, 30, 30 älter. Plus, ja. Ja. How old are you? Sorry, hold on. What'd you say? How old are you?
Ah, I'm 22. Ah, okay. He sounds older. Yeah, smoking. Where are you from? Thanks, dafür bedankt man sich doch nicht, Alter. I'm from Germany. Yeah. And you? I thought I could tell from the accent. I'm from Ireland. What? Ireland? Ah, Ireland. Okay. 22. I'm from Ireland. The people I play with. Well, the main people with. Yeah, Fati. He is is Russian and with is Swedish. I thought you were like 10 people here. There were so many in the chat. Oh yeah, no, we were reading with some other people. Are you okay? Are you mates from Kai? I don't know how to speak in English. The basin people. Okay, so if you are finished, I would close the base so I can go to bed. Yep. Suppose it's two. Waren das jetzt insgesamt? Zu sechs hat er gemeint, aber sie haben noch Hilfe im KIT gehabt. Also. Haben sie mal hat er irgendwas gesagt, dass wir zwischendurch mal schwitzen mussten wegen zu viel Toten? Nö. Schade. Ich hab die Lücke gezeigt, Lukas, wo er dich gekillt hat. Ja, ich hab's im Stream gesehen. Was ist das für eine Lücke? Wer guckt da rein? Ja. Okay, ist wieder zu. Also eine Tür erstmal. Oh! Der Raid war vorbei, wir hatten verloren, aber das heißt nicht, dass wir aufgeben wollten. Wir hatten uns das Ziel gesetzt, sie zurückzuraiden, das wäre die Base in Vibor, und haben uns dann am nächsten Tag aufgemacht, sind auf eine Gruppe in Starry getroffen, wie ihr im Hintergrund gerade sehen könnt, die gutes Loot dabei hatten, um wieder was aufzubauen, um Greenhouse wieder hinzustellen für Wiederanpflanzen, und haben uns dann weiter aufgemacht zu anderen Airdrops noch, um dort Zeug zu farmen. Ihr sieht ihn aber nicht. Ich hoffe, er hat zwei Hits, Alter. Nee, der liegt nicht. Aber wir können ihn pushen, der hat einen Headshot bekommen. Hab ich geschossen. Hast du mal Karre? Ja, einen zumindest. Ich glaube, es sind zwei drin. Geht, also, keine Ahnung. Scrap Metal kann ich da lassen, haben wir genug, oder? Ein Kilometer noch bin ich da. Ja, wenn ich, müssen wir es halt erstmal wegschleppen, kurz, warte. Der ist ja dann Wände oben. Ja. Schießt er nicht mehr. Oh mein Gott. Boah. Ist der Hacker oder was? Der ist da oben drauf. Hab ich noch nie gehört. Wir pushen. Ich weiß nicht, der hört uns ja nicht, wenn er schießt. Jetzt schießt er nicht mehr. Ich pushen, aber es werden wahrscheinlich mehrere da drin gammeln. Ne? Bei uns. Hab ihn. Jetzt haben wir halt die Aufmerksamkeit. Ja. Von oben. Bin hier seitlich drin. Ja. Das war aber nur so ein Halbbambi. Du hast einen Feuerwehrmann erschossen. Ich habe einen Feuerwehrmann erschossen? Ja. Oh. Das war aber außerhalb, oder? Außerhalb, dahinter würde ich sagen. Muss mal gucken. Ja, ich weiß. Es ist halt einfach ein Nachteil, wenn du es nicht machst. Hier auf dem Server oder auf den meisten Modded-Servern, weil es jeder macht. Deswegen habe ich es mir dann halt auch gemacht. Auf dem Feld. Ist dead? Ja. Der war gut equipped.
Hast du noch NATO oder 308 darin als Ersatz dabei? Nee, gar nicht. Okay. Schwierig jetzt. Ich weiß, wie viele Leute da noch rumrennen. Ja. Hab einen. Was? Der hat schon noch nicht geaimt. Wo kam der her? Hinten aus dem Turm, glaube ich. Ein bisschen Turm pushen, oder? Manuell nachladen, wenn die Scheißwaffe wieder. Aber Turm pushen ist so Müll. Ja. Vor allem, man hängt immer an der Endkante fest. Das stimmt, ja. Ich meine, auch wenn du jetzt hier reingehst, wenn die unter M bist du tot. Ja. Pass auf beim Looten, das Fenster ist in deine Richtung, ne? Ja, ja. Ich glaube, das ist die Waffe. Was war das? HK. HK 417? Oder ich glaube, ja. Das sah aus wie eine 416. Da wollte ich nicht ran. Ich bin drin? Ja. Ich hänge schon wieder irgendwo? Ja, ja, ist immer dieselbe Kante unten an der ersten Treppe. Alter, ich hasse das hier. Hä? Es ist so ein Quest-Typ, Alter. Keiner mehr hier oben. Ja. Ey, ich dachte schon, warum kriegt er kein Damage? Okay, ich glaube, ja, haben wir anscheinend, oder? Ja. Ja. Er ist nicht looted, also da war keiner da. Ich glaube, da musst du gleich ran. Ich habe keinen Platz. Ja. Aber hier ist, glaube ich, noch ein bisschen Weed. Filter. Da kannst du noch mal gucken, aber ich glaube, der ist nur scheiße gewesen. Also Reed habe ich. Die Fights und den Airdrop hatten wir wieder Keykarten. Und jeder weiß, in Keykarten ist da geile Shit drin, den man auch so braucht. Waffen und Charcoal, C4-Stuff, die sind das. Und die haben wir dann aufgemacht, mit dem Heli alles abgeflogen und da ein paar geile Sachen eingesammelt, die wir für den Raider noch brauchen werden. Lukas, oh, fuck. Hab ihn. Den hast du, ja. Ich hingelegt. Deswegen habe ich gedacht, ja, ich hab ihn. Aber dann steht er wieder auf. Oh mein Gott. Ich bin stark hit, stark hit. Also er hat hit, kann es sein, dass er dead ist. Ich bin gelb leben. Er ist dead. Alter, ich bin ankern. Epica. Hey, Junge, der hat mich so hart gehittet. Heli kommt, Heli kommt. Geh irgendwo rein, irgendwo rein. Komm bei mir rein, komm bei mir rein. Oh, deine Keykarte hier haben wir gar nicht mitgenommen. Da gespawnt, Kappa. Zwei Keykarten. Ah, war da gut gemacht. Oder es war wieder was eingeklappt, das hatte ich letztens. Nee, nee, war im Rucksack und eine in der Tasche. Na gut. Sollen wir kurz gehen zur Base, wenn wir jetzt eh noch in der Nähe sind? Ich bin nur noch FPS dabei. Helfen Sie mir, ich werde sexuell belästigt. Von Lukas. Doch, nee. Hey ja, hey ja, hey ja. Hey. Ich hau mich überhaupt drin, wenn ich hab nicht mal einen Rucksack. Ciao. Zwei Charcoal. Medicase Kit, Fridge Kit, ja, also Waffen noch, zwei Gammelwaffen. Ich würde die eine Gammelwaffe nehmen, damit ich noch was hab. Benzer immer ab. Okay, hier ist eine Rolex und nichts Gescheites drin. Es hat keiner einen grünen Splint dabei, oder? Vielleicht ist hier einer drin. Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Vielleicht ist einer drin, aber. Sieht leer aus. Ich meine hier in der Kiste. Achso. Eine PKM. PKM, Charcoal, was sonst?
Wer hat sich die PKM genommen? Icke. Willst du die Max haben? Wir sind alle zwei Max lange. Weil ich hab auch drei. Ne, jetzt wo? Hey. Ich nehme die AKM. Ich nehme jetzt Cannabis bis zum Anpflanzen. Ich würde die Weste nehmen. Nimmst du die? Weil vorher die hier ausgelöst wurde. Das klang gerade wie ein zweiter Schuss. Deswegen. Oh, zwei Gunpowder. Scar. Max. Was ist denn das? Medicase Kit. Und eine Gavity. Golden Edition. Okay, hab alles. Ihr habt doch genug, oder? Schaust du eher Serien, Film? Beides. Beides. Ach, ich liebe Filme, oder? Aber ich schau auch gerne Serien. Zwei Sulfur. Zwei Sulfur. Nochmal Cannabis. Tetris. Muni. Zu gut. Andere Seite ist übrigens eine Treppe. Nee, ist klar. Das ist wieder scheiße nur drin hier. Wer Weed? Durch die ganzen Kisten hatten wir auch wieder sehr viele Samen für Weed, die wir angepflanzt haben und somit auch wieder verkaufen mussten. Und das Cash brauchten wir auch für das C4 zu kaufen, das jetzt vor dem Vibe am Trader verfügbar war, pro Stück 50.000. Das heißt, wir brauchten ein paar Millionen an Cash, um genug C4 zusammenzubekommen. Und daher sind wir verkaufen gegangen. Okay, ich verkauf's. Nee. Rein! Ja, es hat ein scheiß Passwort. Und 70.000. Okay. Er hat einfach zwei Schüsse gebraucht, um zu sterben. Ja. 72.000, Lukas war fast richtig. So, dann war es soweit, der Tag ist gekommen, wir haben uns auf den Weg gemacht, die restlichen Samen zu verkaufen und um mit dem ganzen Geld das C4 zu kaufen und den Raid zu starten. Wir haben gesehen, es sind auch welche mit denen online gewesen, deswegen haben wir uns noch mehr gefreut und ja, viel Spaß bei dem Raid. Wir könnten auch den Green Eye Launcher von uns mitnehmen eigentlich. Ja. Der Rest passt alles nicht. Doch, ich hab gerade eins gefunden. Oh, ich bin voll, den muss einer so nehmen. Ich hab keinen Platz mehr, ich bin voll mit Weed. Jo, ich mein. Welches? Hätte doch nee. 9000, hast du mir mal geschrieben. Bleib draußen. Ich würde aber rausgehen, ne? Hat dich schon gecheckt? Ich steck den Eingang hier, ich steck den Eingang hinten, ich geh in der L. Ja, ich hab schon alles gecheckt, von vorher. Und dann kam. Ich hab 156.000. Ich hab 100.000, aber ich kann die Einzelnen nicht verkaufen. Ich hab keine Einzelnen. Geht nicht, ach verdammt. Wieso ist Craft jetzt so weit weg? Geh nicht rein mit in der Base, warum soll ich? Hab eh nichts dabei. Ah ja. Da gucke ich lieber noch hier, ob schon was hinter. Ja, fliegen wir jetzt, zum Sensor, ne? Ich hab ein Paket, Weed-Samen. Schon mal das Geld. Bitte, ich würde dir dann, den Schlüssel geben. Ich bin gerade dabei. Was, Chance? Was kannst du auch machen? Wir nehmen noch Waffen und alles mit, was wir jetzt nicht mehr brauchen, und Arschlecken. Ich komm nicht rein. Tonne, mach die Tonne leer. Wo ist das Geld hin? Ich muss den Helm kurz wechseln, ich sehe ja gar nichts. Leute? Ja, Croft, ich würde dich ja gerne reinlassen. Ah, das habe ich hier hinten rein, ne? Fenster gibt's hier nicht, ja. Okay. Warum bekommen wir? Bribe? Bitte, ich würde dir mal so lange den Schlüssel hinlegen. Hoppla, ich war gemutet und ich rede die ganze Zeit mit euch. Ja, bin da. Ah, den Heli, den müssen wir noch abschließen, ne? Ich fliege damit jetzt doch hier den. Ja, stimmt. Soll ich dir den Schlüssel mitgeben? Nee.
Können Sie mir gleich geben. Oh nein, was für ein Süß. Ja, kommt mal, wir hatten Inventarplatz. Kommt mal bitte zu mir, wegen C4. Ich habe nicht so viel Platz. Ich musste einmal in eine Gruppe gehen hier. Ach, komm zu dir, Charlie oder so. Ja, ja. Was ist hinter mir? Damit ich dich finde, Croft. Ja, ja, in lass mal hinter die Theke gehen. Ja, aufräumen hier hinter der Theke. Bist du gerade in Charlie hochgegangen? Ja. Du hast gerade einen Fox dort drin. Nein, ja, Charlie bin ich jetzt aber. Ja, genau. Hast du das gedroppt? Es liegt, es fällt jetzt gleich. Also ich habe jetzt einstecken, ich habe jetzt 163.000 einstecken. Nee, ich muss erstmal verkaufen. Ich habe 3 Stück genommen jetzt. Mir fehlen 70.000, das sind für ein weiteres T4. Ich kaufe jetzt nochmal 3. Ich will euch bitten, dass mir einer von euch einen Feldflascher mal kauft. 30.000 fehlen mir. Ja, 30 ich muss erstmal verkaufen, alles gut. Ja. Die mit denen, das was ich hab, oder? Deswegen ja 3 in der Base, Leute. 2 platzieren, einer Cover genau. Dabei. Ja. Und die anderen sind außen rum und oben. That's true. Leg dir das Scope hier in die Scheune rein, ja? In den kleinen Schuppen. Ja. Wieso krieg ich auch noch eins platzieren? Nein. Ich kann keins platzieren, gerade. Ja, das im Gunner darf ich keine Waffen wechseln und hab nur die Waffe in der Hand, mit der ich eingestiegen bin. Genau. Okay. Ja. Guckst du mal, Karia? Bin auf dem Weg. Einer sollte jetzt rausgehen in den Wald. Bitte. Spieler hier links. Links. Oh, links sehe ich nicht. Das heißt, links. Was ist links? Ja, ich stehe rechts. Jungs, gib uns eine Richtung. Ich weiß es. Ja, die Croft. Ich sehe nicht. Ich flieg da jetzt hin. Hier sind 2 Doors, hier geht's bestimmt raus aufs Helipad, oder? Ja. So, jetzt ein 2. Hier links, siehst du das, oder? Da liegt er. Gesehen? Nein. Mitten, quasi auf dem Feld. Ja, seh ich, er läuft jetzt da rechts. Hast du gesehen, ne? Ja, er läuft rechts rum. Da läuft doch schön. Ja. Eat kommst du hoch. Du musst. Gönn dir. Kann ich aim. Ja, Bahn ist doch schade. Ich platziere. Ja, wir brauchen dich um Deckung. Aber ich die Tür aufzumachen. Ist jetzt noch jemand drauf? Ich hab hier die scheiß Tür im Weg. Wie sitzt der hier drinnen, bitte? Ich weiß nicht, wo James ist, keine Ahnung. Ich bin unten, ich kann aber den Eingang sehen. Der läuft aber zurück, der läuft weg von uns. Und dann kannst du nur Ruhe lassen. Lukas ist jetzt weiter oben, ne? Ja. Einer könnte einfach aus der Base raus, rechts, Richtung Lobatina, der Wald, der hat perfekt Sicht auf den Eingang. Willst du kurz vor dem Bäumen liegen, wenn dann? Nur seitlich auf den Eingang. Ja, einer, nicht du, ein anderer. Nee, ich sowieso nicht, weiß ich, aber... Scheiße. Ja, lass, der ist weggelaufen wieder. Mein Geist ist strikt dagegen. Okay, ich weiß jetzt, wie das geht. Ah ja. Wieder erschrocken. Was ist denn das hier? Mhm, frag ich mich auch gerade. Naja, manchmal nein. Das also normal kannst du wechseln. Den nicht, der ist hinter uns. Ja. Der ist genau hinter uns gerade. Ja, ja. Okay, 2 Tor. Ich kann nicht wechseln. Jo. Kannst du machen. Ja, erstmal in Third Person. Wie viel Angst habt ihr vom Explosion alle in der Ecke? oh. Ah, die haben mir nochmal so einen Scheiß gebaut. Nochmal unter dem Durchkrieg? Ja. Digga. Alter, wie viel scheiß Greenhouses sind hier drin? Wo sind die überhaupt? Warum kommt die überall durch die Decke durch? Digga. Also, als ob das so erlaubt ist. Safe nicht. Ich mach jetzt mal ein Ticket auf. Ja. Hier ist die 2 Tor. Jo. Malkaria macht es gleich, sobald das zerfällt. Ich mach's währenddessen. Ich kann ja die linke Maustaste gedrückt halten. Ich bin tot. Ich sagte ich doch, komm weg. Ich war weg. Pete war neben mir. Ja, ich hab ein bisschen was abgegeben. Kann doch nicht.
Ja. Pass auf, du fliegst ziemlich gerade. Wenn du jetzt schießt, dann bist du dead. So, jetzt bin ich rechte Seite, ich sehe ihn nicht. Ja. Vor uns direkt. Ja. Gleich rechts von uns. Jetzt rechts von uns. Rechts. Bin ich durch den Scheißhelm. Pass auf. So. Der schießt schon. Der ist so. Kann nach oben nicht zielen, groß. Kann nach unten zielen. Eigentlich will ich. Du kannst ihn sowieso kaum treffen. Die sollen sich jetzt einfach nur leer schießen. Die treffen uns sowieso nicht. Wir haben wahrscheinlich genug da, um nicht leer zu schießen. Wir ärgern die jetzt einfach. Oh, das war knapp. Pass auf, ey. Ja. Ey, OP. Schießt auf den Heli, wenn ihr könnt. Genau. Ich kann nicht vorhin auf den Heli. Ja, Jenks, du bleibst auch drin. Du bist unser der einzige Absicht. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Unter uns. Der ist unter euch. Der ist unter euch. Jetzt rechts von uns. Jetzt, meine jetzt. Meine Bär wird stuck einfach. Ah, der ist zu hoch. Eine Sekunde, was ich sehe. Wir gehen jetzt einmal wieder Richtung Base, dass ja. Wir schon Hilfe kriegen können. Wir sind direkt über der Base jetzt. Ja. So, Kev, jetzt. Sehr weit weg nochmal. Jetzt hat er gerade geleckt, ja. Ja, wie die Saurat. Hey, wo ist der? Hat er unten. Schaut erstmal. Soll ich? Ja. Aus. Der nicht nach oben. Okay, hoch, hoch, hoch. Ist der Heli wieder von ihnen? Ja, ich sehe legit nichts. Aber hier ist halt einfach gerade nichts, genau. Oh, bei dem Marker war einer, bei dem Lukas Marker war einer. Okay, rechts komm. Den siehst du halt nicht. Das ist das Problem. LO ist mein Marker. Ja. Ich kann so nicht ziehen. Dann erkläre mir, was du brauchst. Da läuft er, hier läuft er. Ja, es ist zu hoch einfach. Also zwei Stück. Oben im Wald. Und im Wald? Oben im Wald. Wir sind nicht. Ich hab einen alten Weg in der Hälfte. Ich seh nur Wald. Die Treppe blockiert doch hier, oder nicht? Nee, das geht. Zwei Spieler waren da eben. Ja. Meine Leiche schimmelt. Oh, okay. Problem ist, wenn du halt die Kurve fliegst, sehe ich nur Boden unter uns. Mensch. Mein Problem ist, dass alle 5 Sekunden massiv leckt. Hier läuft er, der rechts, hier siehst du ihn. Jetzt im Wald, hier auf der rechten Seite. Ich sehe gar nichts. Hier unten jetzt auf... Bei dem Wasser, beim Fluss dort oder was? Ja. Du müsstest jetzt ganz gut schießen können eigentlich, und wenn du ihn siehst. Ich sehe ihn noch nicht. Wenn nicht, schieß einfach mal drauf mit dem Record Launcher in die Richtung. Ich hab nicht viel Muni. Ja, genau. Der ist hier direkt quasi so, wo du jetzt Sicht hast, im rechten Winkel vom Heli aus. Unten in dem Flussbett irgendwo. Ey, es prallt ein Bäume, was soll ich machen? Kann sein, dass ich einen hatte. Die stand halb vor meinem Fenster. Vor meinem Fenster. Wir hatten jetzt noch C4, Pete, ne? Ich hab auch. Ich hab keins mehr einstecken jetzt. Das war eine Krabbe. Nochmal mit 14. Legst du deins platziert? Ja. Wer von euch platziert und oben gerade nicht? Ich. Meinst du das? Ich muss nicht jetzt sein, weil Elektro ist für uns ganz geil, dass einer mal kurz runter kommt. Eine Minute abgehört. Ja, mach ich. Mach ich. Hinter uns. Wir kommen jetzt zu euch. Das sind jetzt 4. Wir sind jetzt über der Base. Der. Ah, knapp daneben, Alter. Du schießt aber auch nicht auf uns, ne? Du warst über der Base, oder nicht? Ja. Was? Oh mein Gott! Ich bin jetzt nicht raus. Bei dir einfach komplett fahren, oder? Ja. Wie sind das wieder? Rechts über uns. Wir werden auf 4 Schuss. Kannst du jetzt irgendwie nach rechts eindrehen? Zu spät, sorry. Oh,
Weil irgendwo liegt noch eine RPG hier in den Zelten. Das war perfekt. Nee. Das war perfekt. Das war so knapp. Sollen wir das nochmal machen gleich? Ich habe hier aber noch einen. Probier es nochmal, ja. Ich habe nur einen Schuss. Wo sind denn die gerade? Als Scarcroft, und jetzt? Er ist geladen. Ah ja, perfekt. Er hat so perfekt hinterher geflogen. Wo ist der Typ? Nee, die jetzt mal so weiter weg. Die mal weiter weg. Ich habe nur einen Schuss, einen einzigen. Bist du neben uns, Luke? Ich bin gerade bei Shanes. Ich weiß gar nicht, wo der Heli ist. Ah, du bist drin. Ich brauch jetzt nicht raus. Ich brauch jetzt nicht raus. Nee, hier explodiert alles. Ja, du bist da relativ safe. Ja, ich hab hier gerade vier Dinger sind aus dem explodiert, ey. Ohne Weste kriege ich einen Hit raus. Da? Wo ist der andere Heli? Hinter. Hinter uns. Digga! Das sind wahrscheinlich vier Leute drin oder der schrubbt einfach ganz Magazin raus oder so. Alter, ich glaube, die haben alle zu viel Battlefield gespielt. Wenn ihr mir Infos geben könnt, wo die gerade fliegen, dann könnte ich vielleicht einen Schuss nochmal wagen. Wir sind immer direkt neben uns. Wir sind direkt hinter uns. Ich sehe euch nie, wenn ihr weiter Richtung. Die fliegen jetzt über eure Base her. Hier explodiert es schon wieder draußen. Ja, das war C4. So, C4, ja. Ah, okay. Gut. Ich gehe hoch. Soll ich, wenn ich rauskomme, versuchen ins Hexenhaus zu gehen? Der ist rechts hinter uns, der fliegt gerade weg. Wohin? Richtung Vibo, hinter ist der gerade geflogen in die Richtung. Gut, das ist unser Zeitpunkt, dass wir jetzt einmal hinten landen und du wechselst die Waffen. Ja. Ja. Ich sage euch, wenn er hier drüber fliegt. Ich glaube, ich lasse den Weed-Rucksack auch hier drinnen. Ja, lass den mal hier. Ach, scheiß drauf, so Weed. Braucht ihr keinen? Ja, das. Die Rakete hat man die Ach, das war wasted, Alter. Voll verkackt. Zu tief geschossen. Das ist so lächerlich, Leggy, ne? Ich bin jetzt am Hexen. Hat noch jemand RPG-Muni dabei? Oder drin? Rams hat noch einen Raketenwerfer von mir. Ja, genau. Dann müsste ich da rein. Dieses Einmal-Ding. Krabbeln. Im Endeffekt war der Raid dann eigentlich schon vorbei. Der Hauptblutraum, da war kaum was drin. Das, was ihr davor gesehen habt, war eigentlich das Hauptding, was da war. Also es hat sich nicht so unglaublich gelohnt. Wir hatten auch nicht die größte Gegenwehr, außer der Helikopter, der im Himmel war. Also war nicht gerade der spannendste Raid. Ich wollte euch jetzt trotzdem in dem ganzen Video mal alles zeigen, was auf dem Server so alles passiert ist. Wir haben uns dann nochmal aufgemacht, ein bisschen PvP, und haben dann eine Einladung bekommen zu der Ultra Base in Übernovo, die Mates davon waren, von denen, wo wir gerade geradet haben. Die eigentliche Base, die wir hätten raiden müssen im Nachhinein. Aber ja. Was? Hä? Da steht ein Heli einfach auf dem Haus drauf. Einfach vier Helis, guck dir es an. Hey man! Ne, hier geht's nicht rein. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Who are you? Who are you? Hello. Oh, you are here. Hello. Hello. Yo, what the fuck? How many helicopters you got? Yes, show me your base, man. But can you drop your weapons? Oh, why? We don't shoot you. Just in case. It's wipe. I put it on the bag. We don't shoot you. It's wipe on Tuesday. Okay. I trust you. There's nothing we wanna get from you. We just got enough. So you raided us. 1 week ago, 2 weeks ago. We raided you? Yes, in Pustoshka. I didn't raid you, I helped some friends there, you know? Yeah. Just for fun I was there, I didn't raid you. I you helped Void. Outside a little.
with. Yeah, yeah, White. Ah, we raided White. That's but nice. But I don't know him so good. I don't know him so good. He's just a kid. He's a little kid. Yeah, maybe. Nice, nice base. Oh my god, ist die fucking riesig, Alter. How many do you have to pay every week for this base? It's fucking... Bro, a lot. This is ridiculous, okay. It's so big. And now you can see our loot room. Go inside and look. That's the right base that you need to raid. Yeah, I know, but it was so far away from our base, we don't have retake base. You can look in the cases, everything. And now you are raided from us, we are in. Bro. You literally got so many AWM. Yeah, bro. Look our money. My god. Here, right side. You can look the money, right side. I don't know, I get bored of this server, so... Where's the money? That's too much. Pull. Here. Look the briefcases. Ah, they are bugged, I can't see anything inside. Really? Ah, now it's... Now I can see. Did you try to start up us from raiding in Vibor with the helicopter? I shoot a little bit with the M32. Yeah. But only for fun, you know, no PvP, the server is dead, soon wipe, so I don't know. Yes, we just wanted to raid one base and we raided raided us. But I don't understand why you are sometimes so toxic, bro. You are. Who was the one inside the base? Prox maybe? In our base. Where? In your base? Yeah. It's Proxy, yeah. It's Proxy, okay. I usually play only with Whipstank and Proxy. Yeah, he's playing, but he's like a vampire, you know? He's only coming when it's dark online. Okay. So how did you build... did you get so many loot? Are you duping? No, not duping, bro. Just farming and killing. You're just flying helicopter all day. Yeah, bro, you know this word? Grind or get grinded, you know? You need to grind a lot in the wipe, you know? Oh, we just get... Our mates get so fucked from you with the helicopter and Lopatino base. Yeah, bro, I don't know. I think this... they need to put out the helicopter with M32 sometimes because it's too OP, you know? Yeah, I wrote a suggestion to remove the gunner or to remove helicopter, but they don't do it. Yeah. It's no more fun in PvP. Enjoy it. Sometimes it's fun, you know. If you are the guy with the M32 and you shoot some guys, it's fun, you know. Yeah, it's fun, but the kills don't count. But I know it's annoying. It's not a normal PvP. We had so much trouble in the beginning at the airdrops because your team came always with helicopter and spotting us down and shooting with grenade launcher. Yeah, I know. Yeah. We didn't start it at the beginning, right. So. Yeah, then it's hard for you. I know. I know that feeling, bro. I got bombed also all the time. Yeah, they just have to roof on one server the helicopters. It would be so nice. Yeah. Do you know this clan AD? AD close to Pavlovo, this big tower base? Yes. There was 20 guys, bro. 20 fucking guys. Yeah, playing. We stole them so many helicopters. Server, so. Did they stop playing? I didn't saw them anymore. Yeah. They stopped playing because they get bored, you know? Yeah, if you got everything. Soon wipe, and now next wipe they will come again. Yeah, but no. It will be very hard because this is a fucking big group. Yeah, that's too many. We are playing as three. We are three people, here and another one. Oh, three? Yes. I guess you're more because. No, it was our mates. Say to me, you are 10 or 15. I don't know. No, we are three, and Lupatino base was our mates, so we raided together, and so we was six. Okay. People. Oh, okay. Yeah, then sorry, man. I don't know. The base defense is so shit. I only want to have fun, so and PV. Yeah, I just ran out of the base in Putushka and get killed, and I had no more loot to defend. Do you know what you do next wipe if someone raid your base? You put fucking AP rounds in your mech and you can shoot through the door, you know?
You can shoot through windows and doors? Yes, with AP rounds. Ah, okay. I didn't know that. Yeah, and it's very hard to raid some people then. Okay. What is his name? Whipstank? No, it's Mufta. This is the guy, our builder, you know? He built our base alone. Alone? He's our builder boy. Yes, we just farm for him and he built. Ah, okay, you cut the trees for him. Yes, I'm his bitch, you know? So you got a 5 KD with like 319 kills. What the fuck? Yeah, I grind a lot, you know. I have more time than other guys, I think. I'm in school and I got COVID, you know. Now you're online every day. You're like 12 hours a day online. Yeah, not 12 hours, but counter 8 hours or 9 hours. Yeah, that's true. Yeah. But yeah, next wipe I don't want to play that much. Yeah, I don't think we are playing on the server next wipe. Too many big groups, too many big groups. I mean, the balance, but the balance is very good with guns, you know. Other servers is like. Yes, shit, but like sometimes I saw ghost bullets. I died because I hit one guy with 3 Barrett shots and he didn't die, didn't even get damaged. And really? Yeah. Okay. There are sometimes ghost bullets. It so sucks so hard. Yeah, but it's DayZ, bro. DayZ, look at this game, bro. Yeah, it's HX. It's so old and still not fixed, so. Yeah. DVL is also bugged with ghost bullets sometimes. Yeah. DVL is pretty shitty because the bullet speed is very slow on the server. I don't know why. Close combat DVL is good. Yeah, it killed one guy in close combat with one hit. That worked. Yes. That was a shot. Guys, do you need something? Before I go offline, I can give you some gun or something. You don't want gun? AWM, I would take an AWM, so for some snipes. They AWM? Okay, and other stuff? No, we don't need. We got the weapons in our base and it's wiped on Tuesday, so it. I would take Shaytech, if you have. So, das war der ganze Wipe in 2 Teilen jetzt aufgeteilt. Wenn ihr es bisher geschafft habt, schreibt es gerne in die Kommentare mit, was weiß ich, ich habe es geschafft oder sonst irgendwas. Lasst mir gerne einen lieben Kommentar da, würde mich freuen. Ich muss sagen, ich war nicht so 100% zufrieden mit dem Video, weil bei dem Raid nicht so viel passiert ist und bei der Verteidigung wir auch nicht viel machen konnten. Aber wie gesagt, ich wollte euch einfach alles zeigen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, zeigt es mir doch gerne mit einem Like oder schreibt es mir in die Kommentare. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare eine gute Kritik ist auch was Schönes zu lesen und wir sehen uns im nächsten Video oder auf Twitch. Schaut gerne auf Twitch vorbei, auf twitch.com/malkaria, ganz einfach zu finden. Lasst mir ein Follow da, würde mich freuen und sonst habt einen schönen Tag, meine Freunde, habt einen schönen Sonntag. Ciao.